herzlich willkommen heute zum heutigen Samstag. Ja, wie ihr sehen könnt, heute mal im ganzen Sporty Spice Outfit. Ich habe heute schon meine Gymnastikübung gemacht, denn ich war heute schon joggen gewesen, habe meinen Expander leider zu Hause gelassen. Denn heute geht es auf die Poptastic zu Daphne. Shirley ist heute leider nicht da. Es hat seine Gründe, aber Shirley sei an der Stelle hier sehr, sehr herzlich gegrüßt. Was gibt's heute noch zu sagen? Ja, Special Guest heute natürlich auf der Poptastic. Mara Weiske möchte heute live auf die Poptastic kommen. Ich hoffe, ich kriege sie heute mal aufs Video, um sie mal zu interviewen, warum sie denn so schrecklich aussieht, wie sie denn ist. Sandy Star kann leider nicht als Drag Queen kommen, aber sie versucht als Mann zu kommen, denn es regnet, ja. Und da wäre es ja schade, wenn ihr, ach, so gottisches Make-up verwischen würde. Ja, wir werden jetzt natürlich ganz klassisch wieder mal mit meinem Taxi, sag ich mal, zum Menü fahren. Es ist gleich 10:45. Um 11 macht es, wenn ihr auch. Ich möchte Daphne heute überraschen. Heute als Sporty Girl natürlich und auch unter tatkräftig unterstützen. Ansonsten gibt es erstmal zu der Stelle nichts zu sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall nachher ganz spontan wieder, denn es wird auf jeden Fall einiges zu berichten geben. Sage ich aber mal tschüss, bye bye, bis nachher. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Poptastic am 1. Mai hier in Bern. Ja, wir warten immer noch auf Mara Weiske. Erstmal natürlich, hier sind Daphne Dragé und Fiona Filmes. Ja, Entschuldigung. Das haben wir jetzt natürlich vor dem Schock ganz vergessen. Mara Weiske, ja, Mara Weiske hat sich heute Abend ganz groß angekündigt. Ja, jetzt ist er auch nach Gera und Hof und Nürnberg. An, in den Schnürsenkel. Natürlich. In den Schnürsenkel. Brigitte Burberry. Brigitte Burberry. Die heute ihre After Hour startet. Ja, After Hour, würde ich mal sagen. Aua. Nachdem 200 Leute da eingefallen sind, wie, wie Hunnen in ein Schlachtfeld. Hier, Brigitte. Du hast ja in deinem letzten Video behauptet, du wärst wegen Kleberschnüffelei in der Betty Ford Klinik, aber wir haben herausgefunden, dein Anus ist einfach so ausgeleiert, dass du die Lappen über die Straße schleifst und dadurch von dem Asphalt dein After so gereizt ist, dass du erst einmal eine Auszeit nehmen musst im Hospital in Gera, in Hof, in wo auch immer. Habt ihr im Sana-Klinikum. Sana-Klinikum, richtig. Ah, okay. Du kennst dich besser aus in Hof. Die Stadt Hof wollte sich auch noch bei dir persönlich bedanken. Die wollte dir einen kleinen Strauß Blumen zuschicken. Denn du hast mit deinem Anus nämlich echt ordentlich die Straße geputzt und möchten gerne mehr Gebrauch davon machen. Melde dich einfach bei der Stadt Hof. Hallo. Ja. Natürlich. Eigentlich ist ja Fiona das Double für Madonna. Aber sie möchte nicht prahlen. Sie möchte nicht prahlen, aber ich sage es einfach, weil ich finde, Ehre wie Ehre gebührt. Und ja, Fiona ist einfach das Double für Madonna. Was ist dein Neben Madonna. Der Philipp Kaspar ist auch, auch anwesend. Aber hier nimmt immer Vivian Gold und Brigitte Burberry. Wenn man sich ein Taxi leisten kann, ist es alles auch gar nicht so schwer, liebe Sandy. Fiona ist ja eigentlich auch Christina Aguilera mit ihrer neuen Single Not Myself Tonight. Hat sie rausgebracht. Fiona, warum unter dem Pseudonym Christina Aguilera? Wir haben die gleiche Frisur, die gleiche Figur, würde ich auch sagen. Warum nicht? So. Aber hast du da nicht Ärger mit dem Management bekommen? Nein, ich bin angestellt worden. Als du willst, wir melden uns nachher nochmal live zurück hier von der Party. Hier wird ordentlich gesoffen und sagen einfach bis nachher. Juhu, Bier. Ich hab kein Bier, noch nicht. Darf mir deine Freundin nichts zu trinken? Ja, gestern habe ich nicht vergessen, aber ich habe dich einfach in den Mülleimer geschmissen. Ich hab aber scheiße. Body. Ja, Mülleimer. Genau, Jana. Du bist am Mülleimer. Mach lieber deine Videos und sprich lieber die Stimmen nach von diesen Pokémon-Dingern und viel Glück ist dabei, also. Ja, Mara Weiske, das war ein Statement. Mara Weiske im Interview. Sie bringt nicht mehr Worte raus als das, was sie jetzt sagte. Genau, weil ich bin zu besoffen und ich glaube, Brust ihr Säcke, Brust. Ich glaube, mehr muss ja auch nicht sagen, denn Brigitte Burberry ist auch ein Ihr Wortschatz ist nur sehr begrenzt. 40 Wörter. 40 Wörter.
Ich mache noch einen Deutschkurs. Ne? Ja. Also man sagt eigentlich ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Und eine Tante, eine Enzyklopädie mit dem Dumm. Die ist dumm. Die habe Kalklings schon gesagt. Ja, die ist dumm. Ja, Brigitte, ich würde gerne wissen, wie dein After-Hour im Schnürsenkel ausgegangen ist, ob du es noch genauso ausgeleiert oder noch mehr ausgeleiert bist als vorher. Aber ich denke, ich kann deinen Anus bis hierher glänzend sehen. Geh ein Stück zurück. Also, wenn ich was gerne sagen möchte, ist du Brigitte, ne? Ja. Nee. Vivian. Bist du wie ein Gold? Bist du wie ein Gold? Vivian Red heißt sie. Ja. Ach so. Bist du wie ein Red, Gold und was? Nein, ich möchte nur. Herzlichen Glückwunsch. Warum willst du denn? Ja, weil ich hier so koordiniert bin. Nein, bist du Gold? Ich würde dir nur sagen, herzlich, Mara. Mara, artikulier dich. Oder auch nicht. Warte mal. Bist du Gold? Ich möchte dir herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Mara, Weiske. Live hier auf der Fantastik. Ja, mein Wort zum heutigen Abend. Ihr wisst, habt ihr jetzt vorhin Mara Weiske ja erlebt. Und es war ein sehr schöner Abend, es war sehr aufregend. Ja, lasst euch berauschen von den Impressionen der Mara Weiske. Ich würde eigentlich so sagen, wie Gold, seid auch von mir recht herzlich gegrüßt. Und recht herzlichen Abend, macht's gut bis dahin. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Halbzeit-Talk, der ist schon in Planung, Folge 3. Macht's bis dahin gut, euer Thema Fitness.